Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop Agile Care. Seien Sie herzlich willkommen. Heute ist es der 24. Oktober 2022. Natürlich, Sie wissen schon, ein Montag und es ist 20 Uhr. Also die beste Zeit, einen Agile Care Workshop zu besuchen. Ich freue mich über Ihren Besuch und ich bin ganz sicher, dass wir auch heute es wieder schaffen, zum kleineren oder größeren Teil Wissen zu vermitteln, Wissen, was uns weiterhilft, Lebensqualität zu verbessern. Denn das kann man mit Agile Care. So, und ich freue mich auch darauf, dass Sie jetzt wieder so zahlreich hier teilnehmen, darüber, dass Sie so zahlreich teilnehmen. Und gleich zu Beginn möchte ich mich bei meiner Frau Renate und Tochter Claudia bedanken für ihr Engagement, denn sie unterstützen mich jetzt wieder im Hintergrund. Denn Sie wissen, ich habe mich zwar auf einige Dinge vorbereitet, die ich Ihnen zu Beginn immer vortrage, wie in jedem Agile Care Workshop. Nur bin ich da während dieser Zeit, während ich spreche, nicht in der Lage, den Chat zu verfolgen und Ihre Fragen auch noch zu registrieren. Das geht nicht. Da helfen mir Renate und Claudia dabei und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür. So, dann lassen Sie uns mal beginnen, indem ich Ihnen jetzt die Folien, die ich vorbereitet habe, zum Download zur Verfügung stelle. Das können Sie tun, wenn Sie rechts die Navigation betrachten. Und ich rufe schon immer die Präsentation auf, die ich vorbereitet habe. Ja, Sie sehen, 24. Oktober, nichts Neues. Aber Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Das haben wir schon wieder mal geschafft. Ja, und hier blende ich wie immer die Kommunikationswege ein zu uns, denn Sie sollten wissen, Kommunikation mit uns und Beratung durch uns, das ist unser Hauptanliegen. Und ich denke, dass wir es schon oft geschafft haben, durch unsere Beratung die Effektivität Ihrer Anwendung zu verbessern und Sie noch eher und dauerhaft, das ist natürlich das größte Glück, dann dauerhaft Ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie sehen hier eingeblendet, welche Kommunikationswege es zu uns gibt. Und ich verweise auch noch darauf, dass wenn Sie zu diesem Workshop registriert sind, dass Sie dann noch besser von uns Informationen bekommen. Und sollte jemand unsicher sein, ob er registriert ist oder möchte sich noch gerne registrieren, schreiben Sie uns eine E-Mail an support@ulrich-mtc.de. Ich wiederhole, support@ulrich-mtc.de und Sie bekommen von uns eine Nachricht, wo Sie nur einen einzigen Klick durchführen müssen, müssen nichts weiter eingeben und dann sind Sie registriert. Ja, und wenn Sie durch Selbststudium oder Auffrischen Ihres Wissens, was ja auch als Selbststudium bezeichnet werden kann, Ihr Basiswissen verbessern wollen oder die Randbedingungen studieren wollen, auf die kommt es ja immer wieder an, die möglichst optimal einzuhalten sind, dann nutzen Sie diese beiden Links, die Sie in meinen YouTube-Kanal führen, wo Sie dann dort Näheres dazu erfahren. Immer wieder ist es erfreulich, wenn Anwender erfolgreich sind und das uns auch noch mitteilen. Und meistens ist es so, dass diese Anwender so froh sind über diesen Erfolg, verbesserte Lebensqualität durch Agile Care, dass sie das auch anderen mitteilen möchten. Und das ist natürlich ein Vorteil, nicht nur für die, die dann auch in Vorzug kommen, Agile Care anzuwenden und ihre Lebensqualität zu verbessern, sondern es soll auch so sein, dass sie für ihr Engagement eine Belohnung bekommen, wenn es auch eine kleine ist. Und hier habe ich eingeblendet in dieser Folie, wie Sie bitte vorzugehen haben, wenn Sie jemanden empfehlen, Agile Care anzuwenden, Agile Care zu erwerben. Und wenn Sie so vorgehen, ist das sozusagen in unserem Prozess das Beste. Und dann ist es auch gesichert, dass Sie
ihren Lohn, ihre Provision in Form von 150 Euro für jeden Fall bekommen. Bitte denken Sie daran, dass es sich dabei um einen Kauf in unserem Shop handeln muss. Sonst sind wir nicht in der Lage, diese Provision weiterzugeben. Also weisen Sie diejenigen darauf hin, erklären Sie ihnen das, dass es von Vorteil ist, in unserem Shop das AgileCare zu bestellen. Ja, und mit dem Setup, das haben Sie ja vor wenigen Tagen von mir bekommen. Das ist nämlich dann die Version 7.0.19. Das Setup finden Sie wie immer bei den Setups auf der Seite ulrich-mtc.de/download. Und dieses Setup ist nochmal relativ schnell, da bin ich auch stolz darauf, relativ schnell von uns umgesetzt worden. Und zwar ein Schulkind, ich glaube sogar Vorschulalter noch, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, leidet unter der Erscheinung, die wir als Enkopresis bezeichnen. Enkopresis bedeutet nichts anderes als wiederholtes, willkürliches oder unwillkürliches Einkoten. Und Sie können sich vorstellen, dass das eine große Belastung ist. Und das haben mir die Großeltern mitgeteilt. Und so wurde diese Anwendung eingebaut von uns, also erweitert mit den zugehörigen Frequenzspektren, mit den vorzugegebenen Signaturen. Und die Setup-Version wurde von mir Ihnen zur Verfügung gestellt, dass Sie sie downloaden und auch installieren können. Und die Anwendung heißt ALT34 Enkopresis. Und ich drücke die Daumen, dass das bei dem Kind hilfreich ist. Wir haben Anhalt dazu, zu dieser Hoffnung, Anlass zu dieser Hoffnung, weil es andernorts schon in dieser Richtung geholfen hat. Also viel Erfolg und auch denjenigen, die das jetzt mithören und eventuell auch ähnliche Symptome kennen, ähnliche Vorgänge sehen, ich nenne das mal außergewöhnliche Ereignisse, denen sei es empfohlen, auch diese Anwendung durchzuführen. Ja, und dieses Bild habe ich Ihnen schon mehrfach zu Workshops gezeigt. Ich brauche das jetzt mal, ich nutze das jetzt mal als Einleitung. Was machen wir bei AgileCare, wenn ich auch immer sage, das führt zur besseren Lebensqualität? Ja, wir haben den Zustand bei einer Erkrankung immer auf Zellenebene, immer bei jeder Erkrankung, da zählen auch die psychischen Erkrankungen dazu, haben wir auf Zellenebene einen Sauerstoffmangel. Das führt dazu, dass wir eine Energiekrise haben und die Zellen in einen Ersatzstoffwechsel gehen. Dieses führt dazu, wenn der Ersatzstoffwechsel da ist, Sie sehen das hier im zweiten Bereich, ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen, wie das Leben gerettet wird durch den Ersatzstoffwechsel. Das bedeutet nichts anderes, weil die Mitochondrien unter Sauerstoffmangel keine Energie produzieren können, tritt das Ersatzstoffwechsel ersatzweise ein. Und das verändert natürlich nicht nur vorteilhaft die Energiesituation, sondern leider auch nachteilig das Milieu. Das heißt, wir haben ein verändertes Milieu, was verbesserte Bedingungen aus der Sicht der Mikroorganismen bildet. Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und andere Einzeller geraten in Disbalance. Sie fühlen sich dort sehr wohl, sie vermehren sich, sie replizieren sich, sie steigern ihren Stoffwechsel. Alles sagen wir nicht zu unserem Vorteil, denn dadurch etabliert sich die Erkrankung. Und wir kommen relativ schnell in die Erscheinung, dass es sich um eine Symbiose handelt zwischen Mikroorganismen-Disbalance und der Erkrankung selbst. Und die Idee stammt von Dr. Rife, nämlich mit Signaturen, mit Mikroorganismen, gegen die Mikroorganismen vorzugehen, sie zu eliminieren. Und zwar in der eleganten Form, dass nicht einmal Resistenzen dadurch erzeugt werden. Das sehen Sie dann ganz rechts in der vierten Spalte. Die setzen wir um mit AgileCare. Das heißt, die Mikroorganismen werden abgewehrt, so wie es die kleine Grafik, die Animation hier zeigt. Und im unteren Teil sehen Sie, dass sogar noch Gift aus dem Körper gebracht wird, was ein wichtiger Vorgang ist. Ja, das als kurze Grundlage und immer wieder ist es so, dass wir nach Covid-19 gefragt werden, wie das im Zusammenhang steht, dieses, was ich Ihnen eben allgemein vorgetragen habe, wie eben AgileCare funktioniert und was es für eine Aufgabe hat. Und das möchte ich jetzt anhand von Covid-19 mal praktisch erläutern. Immer wieder werde ich gefragt nach Covid-19 bzw. Corona-Infektionen
oder eben den Folgen der genmanipulierenden Spritze. Und da möchte ich Ihnen auch gleich sagen, dass ich noch eine Bemerkung zu machen habe, aber vorher noch möchte ich Ihnen das hier so erklären, wie ich das vorbereitet habe. Wir haben die Anwendung seit 2021, die Anwendung wieder heißt SAL1. Ich wiederhole den Quellencode-Index, SAL1. Und diese hat die Bezeichnung Human Coronavirus 2021, VEI-5. Und in Klammern sehen Sie, woher wir diese Signaturen, diese hilfreichen Signaturen zur Beseitigung der Mikroorganismen haben. Und das sehen Sie auch noch in Klammern, etwas Wichtiges, nämlich die beiden Anwendungen, den Quellencode-Indizes BOE2, das ist die gegen Prevotella, und die Anwendung mit dem Quellcode-Index C1068, da geht es um Mycobacterium. Diese beiden, die in Klammern stehen, die ich jetzt hier in der Folie rot bezeichnet habe, diese beiden machen Sie bitte vor der ersten SAL1-Anwendung einmalig und dann mehrere Tage nur SAL1. So ist der Ablauf am besten und ist das Optimum, und die Erfolge zeigen es, dass eben die Anwender, die SAL1 einsetzen, weder starke Probleme haben nach Impfung, die ich eigentlich nicht mehr Impfung nennen will, also nach der Spritze, oder nach Infektion. Und wenn Sie also dieses SAL1 inklusive der zwei Vorprogramme machen, sind Sie auf der sicheren Seite und danach folgend SAL1 täglich einmal. Und dazu kann ich nur empfehlen, ich tue das immer wieder, den Kiefernadeln-Tee, der hat sich international bewährt als gutes, natürliches Mittel zur Abwehr der schädigenden Einflüsse des Coronavirus und der Erkrankung selbst, also der Covid-19-Erkrankung. Und außerdem empfehle ich Ihnen, all die da Bedenken haben, beziehungsweise die Symptome sehen, je nach Symptom zusätzlich, entsprechend den Symptomen, die wir am häufigsten haben, nämlich Müdigkeit, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, Husten, Halsschmerzen, Lungenentzündung, Bronchitis, aber auch den Nachweis der aktivierten Epstein-Barr-Viren. Den empfehle ich also neben SAL1, nach den Vorprogrammen selbstverständlich, und Kiefernadeltee auch die entsprechenden Anwendungen je nach Symptom. Das ist sehr hilfreich und das hat sich auch bewährt. Und wenn wir hier über diese Anwendung sprechen, dann vergegenwärtigen wir uns bitte, dass wir mit SAL1 antiviral arbeiten, also das Virus zerstören, zumindest so weit zerstören, dass es sich nicht mehr replizieren kann. Das ist ein ganz einfacher physikalischer Prozess der starken Energieübertragung unter Resonanzbedingungen, dass dabei einzelne Stege der Helix, also das Bestand eines Bestandteils der Viren zerstört wird, und damit kann sich das Virus nicht mehr replizieren. Und außerdem geht die Anwendung SAL1 gegen Proteine, insbesondere gegen Spike-Proteine. Und schauen wir uns das einmal an. Hier noch einmal zurückführend. Wir hatten ja zunächst vor SAL1, in dieser Zeit hatten wir XUL10 und XUL12, jeweils nach dem Kenntnisstand und nachdem wir eben über die New York Times beziehungsweise über ein Forum von der Entwicklung gehört haben, die dann zu SAL1 geführt hat, haben wir das sofort übernommen, und bis heute erfüllt SAL1 die Bedingungen, egal wie die Modifikationen jetzt gelaufen sind oder Mutationen gelaufen sind. Es ist sehr effektiv bei der Eliminierung des Viruses und der Proteine. Und das ist deshalb auch besser geworden, weil wir mit diesem Eintrag der Konfiguration von SAL1, das war im August 2021, also schon ganz schön lange her, aber immer noch sehr wirksam, weil wir da nämlich erheblich die Präzision in unseren Programmen verbessert haben und somit auch in SAL1. Durch eigene Arbeit konnten wir das tun und Ihnen am Ende August zur Verfügung zu stellen. Und selbstverständlich ist es heute noch Bestandteil mit der erhöhten Präzision. Downloaden können Sie das jederzeit, das Setup, so wie ich es vorhin gesagt habe, auf ulrich-mtc.de/download. Sie finden das hier unten auf dem Dia. Ja, und diese Foundation, der Autor heißt Jeff Sutherland, diese Foundation hat uns diese Quellen zur Verfügung gestellt.
Da bedanken wir uns auch dafür. Und jetzt ist mal hier aufgelistet, welche Proteine das alles sind, die zerstört werden, neben dem Virus selbst. Und das kann ich noch einmal hier etwas besser darstellen. Und hier sehen Sie, es sind 25 Proteine. Die Spike-Proteine, zum Beispiel Spike-Protein S, oben in der zweiten Zeile in der Mitte dargestellt, ist hier ganz klar. Und Sie wissen, die Spike-Proteine sind dazu da, anzudocken und sozusagen unsere Zellen zu infizieren, dass sie selbst wieder Viren herstellen. So läuft das, weil sich ja die Viren nicht durch eigenen Stoffwechsel erhalten können, übergeben sie sozusagen ihre Replikation den menschlichen Zellen. Und das funktioniert leider. Und die Spike-Proteine selbst, die dann auch wiederum von den wiederum hergestellten Viren, die Spike-Produktion ist dann so, dass über den Blutfluss die Spikes auch an die Gefäßwände gelangen, dass sie Blutkomponenten aufnehmen, also an die Zellen des Blutes herangehen und wir dann dort gestörte Thrombenbildung haben, was dann eben zu den Thromben führt. Sie haben das sicherlich in der Literatur gelesen, zum Beispiel eben zu den Thromben in den Hirnvenen, aber auch führen diese Thrombenbildung dazu, dass es Schlaganfälle gibt, also Herzinfarkte und Schlaganfälle gibt und andere schwere Erkrankungen als Folge dieser Spike-Proteine. Und diese Spike-Proteine, die können Sie auch übernehmen, wenn Sie nicht erkrankt wurden, beziehungsweise wenn Sie nicht erkrankten, beziehungsweise wenn Sie nicht diese Spritze bekommen haben oder diese Spritzen bekommen haben, können Sie sich auf Sie übertragen. Und deshalb auch nochmal meine Bitte an Sie, sollten Sie irgendwie im Zweifel sein, ob Sie sich das eingefangen haben, entweder die Spike-Proteine oder das Virus, dann SAL1 durchführen, so wie ich es hier beschrieben habe, und bitte den Kiefernadeltee nicht vergessen. Und ich habe ja eine ganze Menge Fragen jetzt zum Impfen bekommen. Ich bekomme also eine Menge Fragen zu dem, was als Impfen bezeichnet wird, möchte ich mal so sagen. Und ich habe mein Wissen in den letzten Monaten dazu durch Literaturstudien und eben das gerade das Verfolgen von klinischen Studien dazu verbessert und muss dann auch sagen, dass auch dort wir mit SAL1 und dem Kiefernadeltee am besten beraten sind dabei, wenn dort noch etwas getan werden muss. Und jetzt komme ich zu dem, was ich angekündigt habe. Sie werden von mir noch eine E-Mail bekommen in den nächsten Tagen, wo Sie sich eine Videoinformation anschauen können, wo es darum geht, dass man auch die Graphenoxide, also etwas, was ich bisher immer abgelehnt habe, beziehungsweise negativ beantwortet habe. Ich habe oft die Fragen bekommen, wie kann ich Graphenoxid ausleiten? Wie kann ich das unschädlich machen? Und das erhalten Sie dann in dem Video und das sende ich Ihnen in den nächsten Tagen. Da können Sie sich das anhören. Das ist ein spanischer Arzt und Wissenschaftler, der das vorträgt, aber es wird übersetzt, sowohl in den Untertiteln als auch akustisch übersetzt. Und da können Sie mit Nahrungsergänzungen, und der Arzt hat das alles schon vorbereitet und oftmals durchlebt an seinen Patienten, mit Nahrungsergänzung können Sie sozusagen auch die schädlichen Graphenoxide beseitigen. Viele von Ihnen wissen, also diejenigen, die in AgriSmart dabei sind, wissen, was es mit den Graphenoxiden auf sich hat. Und ich selbst bin immer noch sehr beeindruckt davon, welche perversen Dinge sich Menschen einfallen lassen. Und Regierungen schützen uns nicht davor, was eben dort abläuft, was dort geplant ist und was dort wirklich auch schon abgelaufen ist. Und ich kann aber an dieser Stelle nicht weiter dazu sprechen, weil Lieblingsschriftsteller von mir mit folgendem Zitat das belegt hat, was eben leider auf dieser Welt immer mehr gang und gäbe wird, nämlich: Du darfst alles sagen, selbst die Wahrheit, wenn dir die Wahrheit wertvoller ist als dein persönliches Wohlbefinden. Und deshalb bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich hier nicht weiter auf die Graphenoxide eingehe, und ich verweise Sie auf unseren AgriSmart Infodienst, ganz unten eingeblendet. Zu diesem Infodienst ist ein Abonnement, können Sie sich einschalten, das Abonnement können Sie starten, indem Sie die URL ulrich-mtc.de/infodienst wählen und dann dort diese abgelegten Informationen, das sind schon hunderte von Beiträgen dabei, aber die Informationen zu Graphen finden Sie dort auch.
und demnächst werde ich die auch noch einmal erneuern. Sie finden auch, wenn Sie unter Google suchen nach telegra.ph, dort finden Sie, wie eingeblendet, mit diesem Beitrag gegen die Graphen, Aufklärung über die Graphens, dass Sie dort Verständnis dafür bekommen. Aber auf jeden Fall sollten Sie wissen, jetzt, und das ist für mich heute das erste Mal gewesen, dass ich das vorgefunden habe in einem Video, was ich Ihnen weiterleite, gibt es eine Möglichkeit, auch ganz ohne den Einsatz von Medikamenten und ohne Risiko auch das Graphenoxid zu neutralisieren. Und freuen sich darauf, dass Sie dazu unsere E-Mail erhalten. Ja, und noch ganz kurz der Hinweis, ich werde immer wieder gefragt nach markiertem Wasser. So sieht das aus, dass man Wasser markiert. Sie sehen hier in dem Bild, ich habe da ein großes X als Fehler dort eingezeichnet. So dicht sollte man natürlich nicht am Laptop das organisieren, sondern etwas weiter entfernt. Also würde denken, mindestens 1,50 Meter oder 2,50 Meter entfernt. Das geht ja aufgrund der Kabellängen sehr gut. Und ansonsten stimmt aber hier alles im Bild. Und mit dem markierten Wasser sind wir in der Lage, eben auch Schwangeren die Möglichkeit zu geben, die Vorteile von Agilcare zu nutzen. Patienten, die einen Schrittmacher haben, aber auch Tiere, die wir das mit den Elektroden oft nicht vermitteln können. Und Menschen ganz einfach und nicht zuletzt als Beispiel, die unter Zeitmangel leiden und nicht sich so lange an das Gerät setzen können. Die sollten sich Wasser markieren und das eben über diesen Weg als Ausweg durchführen und so hoffentlich auch zur Lebensqualität, zur verbesserten Lebensqualität kommen. Ja, und hier noch, weil wir doch erfreulicherweise eine ganze Menge von Rückmeldungen, positiven Rückmeldungen bekommen, worüber wir uns immer sehr freuen und ich mich an der Stelle auch nochmal an denjenigen, bei denjenigen bedanke, die uns die Rückmeldung geben. Schulkind mit Weitsichtigkeit. Da hatte ich vor einigen Monaten empfohlen, WEI 3.2 und die Anwendung heißt Weitsichtigkeit, die übrigens auch interessant ist, wenn man kurzsichtig ist, die entsprechenden dazugehörigen Mikroorganismen zu eliminieren. Und das gelang dem Schulkind wunderbar, hat ganz diszipliniert ungefähr 2 Monate die Anwendung täglich erledigt, gemacht und schon war die Baustelle erledigt. Und das finde ich ist ein toller Erfolg und viel Gratulation und vielen Dank an diejenigen, die das durchgeführt haben. Wieder ein Schulkind, Blasenentzündung, ein Mädchen ist das, hat Blasenentzündung mit Brennen, also auch nicht sehr schön. Und das macht dann, wenn das stattfindet, dann schon selbstständig A37 und die Anwendung heißt Blasenentzündung. Und jeweils am nächsten Tag ist das vollkommen erledigt und ist auch jetzt bei dem einzelnen Schulkind immer nicht noch einmal zurückgekommen. Toi, 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 soll dabei bleiben. Vielen Dank auch hier und Gratulation für den Erfolg. Wieder ein Schulkind, das hat grippalen Infekt. Ich denke, das betrifft zurzeit sehr viele Schulkinder. Grippaler Infekt ist da und dann machen Sie die Anwendung A117. Ich wiederhole, A117. Die Anwendung heißt grippaler Infekt. Und Sie machen in dem Falle hier, bei dem Schulkind, wo ich den Bericht hatte, weil dort auch gleichzeitig Halsschmerzen waren, dazu noch die Anwendung A120. Ich wiederhole, A120, Halsschmerzen. Und sage und schreibe, nach einem Tag war auch die Baustelle bei diesem Schulkind bezüglich grippalen Infekt erledigt. Und darüber freue ich mich natürlich. Und diese 3 Fälle, Weitsichtigkeit, Blasenentzündung, grippaler Infekt, jeweils, das mag jetzt Zufall sein, dass es immer ein Schulkind war, ganz wunderbare Ergebnisse, finde ich, und schneller Erfolg, der anhaltend ist. Und ich entnehme dem immer, dass offensichtlich dort auch die Randbedingungen optimal eingehalten wurden, wenn auch Kinder, Schulkinder, jünger als 20 Jahre, nicht die Elektrolyte verbessern müssen, denn sie haben ohne den Trunk schon sehr gute Elektrolyte, dann haben sie doch immer noch die Bedingung, dass sie sich während der Anwendung ruhig und entspannt verhalten. Und wenn ich da an meine Enkelkinder denke, dann weiß ich, dass es nicht ganz so einfach ist. Sie geben sich zwar Mühe, aber halten das oft nicht durch. Und so ist es eben bei Kindern. Aber hier scheint es offensichtlich optimal gelungen zu sein, in allen 3 Fällen. Und die Entgiftung mit Naturzeolit ist auch ein wichtiger Punkt, um hier erfolgreich zu sein. Das scheint ja gelungen zu sein. Das ist nochmal Gratulation an diejenigen, die uns das rückmelden konnten. Ja, und nun bin ich mit meinen Vorbereitungen hier sozusagen so weit, dass ich mich den Fragen zuwenden kann.